Ja, hallo Freunde der mobilen Ladetechnik. Hallo liebe Camper. So, heute soll es mal um den großen Akkutest gehen. 18650. Und ich habe ja gedacht, es gibt vielleicht doch eine Alternative zu LG, Samsung oder Sony, Panasonic. Leider wohl nein. Weil ich bin ja immer so ein Typ, so gut wie möglich und so preiswert wie möglich. Oder so gut wie nötig und so preiswert wie möglich. Aber da ist leider nichts draus geworden. Ich habe also eine ganze Menge von Akkus habe ich bestellt und auch über Monate getestet. Verschiedene Modelle hier angeblich mit 9900 Milliampere, was wirklich eigentlich ein Witz ist. Ja, und mir ist da im wahrsten Sinne des Wortes, ist mir da ein Licht aufgegangen. Ja, es war leider nicht möglich, da irgendwas zu kaufen, was irgendwie anständig ist. Die haben also alle verschiedene Angaben hier, 6500, 3700, hier eine ganz neue, 4500 und alles Mögliche. Wir können ja mal gucken. Jetzt hier die eine, das ist eine. Ah, was steht da drauf? Kann ich jetzt gar nicht lesen. Irgendwas 4700 oder so. So, was wiegt sie denn? 27,8 Gramm. Wiegt die? So, jetzt wollen wir mal eine Samsung messen. So, die Samsung wiegt 49,2, also knappe 50 Gramm. Was für ein Wunder. Warum wird die wohl mehr wiegen? Ja, was hat Samsung da wohl richtig gemacht? Beziehungsweise die anderen falsch. Also, ich habe sie alle nachgemessen mit meinem Multimeter. Bei der Samsung steht drauf, 2900 Milliampere sollen hier drin sein. Sind hier auch knapp drin. 2850 Milliampere habe ich reinladen können, war jetzt auch erst die dritte oder vierte Ladung gewesen. Und man sagt ja erst nach dem 10. Mal erreichen die ihre maximale Kapazität. Also kann sein, dass das noch ein bisschen hoch geht. Auf jeden Fall Spitzenwert. Vor allen Dingen wirklich in der Taschenlampe fast Strom ohne Ende. Ich habe ja hier die normalen nach Taschenlampentest kommt auch demnächst. Ich habe ja eine riesen Taschenlampensammlung. Mittlerweile bin ich ja Taschenlampenprofi. Und von daher werde ich da auch mal ein Resümee ziehen, welche für mich die beste ist. Ich habe also sehr teure gehabt oder habe immer noch teilweise richtig gute und richtig preiswerte. Aber das Testergebnis oder was dahinter herausgekommen ist, war doch sehr verblüffend gewesen. Aber dazu dann im nächsten Test mehr. So, jetzt wieder hier zu den Akkus. Wie gesagt, ich konnte nichts finden, was preiswert und gut ist. Die ganzen Akkus, die hier stehen, also alle die ganzen Akkus, die verschiedenen Firmen und alles mögliche, No-Name-Produkte, war all nichts gewesen. Ja, hier die 9900 Milliampere Akku angeblich, das ist sogar der schlimmste gewesen. Der hat 800 Milliampere sind da drin. Ja, was ist das denn? Der eine hier auch 6400 oder was da steht. Und keiner von diesen Akkus hat über 1100 Milliampere in sich gehabt. Ich meine, das geht ja auch. Das ist ja auch nicht schlecht. Da muss man die halt öfters wechseln. Aber dann sollte man doch die Wahrheit draufschreiben. Und nicht hier groß einen erzählen von, weiß ich, wie vielen Milliampere, die hier angeblich drin sind. Und dann ist da nichts. Ja gut, ich habe mir natürlich gedacht, dass da viel weniger drin ist. Aber ich habe gedacht, dass ich wenigstens eine Firma finde, die wenigstens annähernd daran kommt oder wenigstens einen vernünftigen Wert hat, wo man auch was mit anfangen kann. Vielleicht 2000 Milliampere. Da wäre ja schon gar nicht schlecht gewesen. Aber so bringt das ja alles nichts. Nee, also, Samsung, LG, Panasonic, das is ist es halt. Damit kann man was anfangen. Kann man lieber ein paar Euro mehr bezahlen und hat dann viele, viele Jahre Spaß. Wer weiß, wie oft man die auch laden kann. Die eine hatte hier am Anfang auch, wie gesagt, die eine hatte am Anfang hier 1100 und nach 3, 4 mal 5 mal laden, war das nur noch 800 Milliampere, die man da reinladen konnte. Also geht das ganz schnell in die Knie hier, das Ding. Ja, da kann ich ja gar nicht gebrauchen. Dann doch lieber hier so eine Samsung, die vernünftig ist
und wo ich sehr viel Energie auf ganz lange Zeit rausziehen kann, dann lohnt es sich ja auch. Ich meine, so ein Akku ist ja auch nicht gerade billig von Samsung. So, wie gesagt, da hinten stehen die ganzen Taschenlampen. Da ist auch eine sehr schöne dabei und ein sehr tolles Teil zu einem günstigen Preis. Da werde ich dann in den nächsten Tagen von berichten. Ich muss dann noch ein paar Tests machen. Okay, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr wieder dabei gewesen wart. Bleibt gesund. Lasst den Kopf nicht hängen. Und bis zum nächsten Video. Okay, tschüss.